Wie ist das Urteil über Muslime, die sagen, der Islam ist nicht zeitgemäß? Der so etwas sagt, ist ein Kafir. Wer dieses sagt, ist ein Kafir. Warum? Weil er hier mit dem Islam verschmäht. Das ist lustig machen über den Islam. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat At-Tawbah, قُلْ أَبِ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Macht ihr euch lustig etwa über Allah, über seine Zeichen und über seinen Gesandten? Entschuldigt euch heute nicht, ihr seid Kuffar geworden, nachdem ihr vorher gläubig wart. Derjenige, der sagt, der Islam ist rückständig, nicht zeitgemäß, wir brauchen was anderes, dieser hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich will euch auch klar sagen, liebe Geschwister, nicht jeder ist auch Muslim, der sich Muslim nennt. Es gibt auch Qadianier, die sagen, wir sind Muslime. Das heißt, diese sogenannten Ahmadiyya, sind sie deswegen Muslime? Wenn ein Alevite sagt, ich bin Muslim, ist er Muslim? Das geht nicht darum, was du selber dir fabrizierst, sondern was hast du getan, damit du den Islam annimmst? Ist dein Islam wahrhaftig oder nicht? Deswegen, diese Leute, die so etwas sagen, sie machen sich letztendlich über die Religion lustig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Well,